10 Jahre Krieg in Jugoslawien. 4 Millionen Menschen verlieren ihre Heimat. Mehr als 100.000 sterben. Die Grausamkeiten lösen weltweites Entsetzen aus. Wir waren komplett unvorbereitet auf dieses Ausmaß der Gewalt und wie rasend schnell ein solches politisches Chaos ausbrechen konnte. 35 Jahre lang hält Diktator Tito die Volksgruppen zusammen. Aber die Konflikte bleiben nur hinter der Fassade verborgen. Wann immer in Serbien Nationalismus aufkeimte, merzte Tito ihn aus. Auch in Kroatien unterdrückte er ihn brutal und sicherte so das Gleichgewicht. Nach Titos Tod flammt alte Feindschaft wieder auf. Der Hass auf den Nachbarn. Es gab immer Spannungen. Die Frage ist, wann wird eine kollektive Identität feindselig oder eine Bedrohung? Und da erkennen wir hier ein geschichtliches Muster. Wie wurde Jugoslawien zum Pulverfass? Und wer kann garantieren, dass der Balkan nicht wieder explodiert? Ein Land steht still. Im Mai 1980 stirbt Staatschef Tito. Jugoslawien verliert seine Führungsfigur. Menschen aus allen Teilrepubliken reisen nach Belgrad, um Abschied zu nehmen. Die Leute brachen spontan in Tränen aus und zeigten öffentlich ihre Trauer. Und sie hatten Angst vor der Zukunft. Josip Broz, genannt Tito. Im Zweiten Weltkrieg wird der Partisanenchef zur Legende und Schicksalsgestalt einer zerrissenen Region. Ein Hoffnungsträger für viele Bewohner des Balkans. Er sah gut aus, er war sympathisch, er hatte blaue Augen, die die Menschen faszinierten. Und er besaß die seltene Gabe, die Menschen für sich einzunehmen, Zuversicht zu erzeugen, Zukunft konkret zu machen und die Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Josip Broz stammt aus einer kroatischen Bauernfamilie. Der gelernte Schlosser findet in seiner Heimat keine Arbeit und zieht nach Österreich, später auch nach Deutschland. Nach dem Ersten Weltkrieg schließt er sich in Russland den Kommunisten an, macht in der Partei Karriere. In dieser Zeit gibt sich Broz auch den Kampfnamen Tito. Nach dem Sieg über Hitler-Deutschland schreibt er 1945 ein neues Kapitel Balkangeschichte. Nach dem Krieg stieg er zum Superstar auf. Alle Jugoslawen wollten Frieden und Stabilität. Und er war derjenige, der das versprach. Denn Tito will ein neues Land erschaffen, das die oft zerstrittenen Völker des Balkans endlich friedlich vereint. Titos künftiger Staat besteht aus 6 Republiken und 5 Nationen. Mit Kyrillisch und Latein haben sie 2 Alphabete und sprechen unterschiedliche Sprachen: Serbo-Kroatisch, Slowenisch, Mazedonisch und Albanisch. Und sie hängen 4 unterschiedlichen Religionen an: serbisch-orthodox, katholisch, muslimisch und jüdisch. Dazu kommen noch 2 Dutzend kleinere Nationalitäten. Diese Differenzen machen sich zunehmend bemerkbar in Verbindung mit der Frage, wer hat eigentlich in einem solchen Kompositstaat das Sagen? Das ist ein Problem, der die gesamte Geschichte Jugoslawiens bis zum Zerfall durchzieht. Titos Land ist ein Flickenteppich der Völker, entstanden in Jahrhunderten voller Konflikte.
Zwei Großmächte kämpfen viele Generationen lang darum, den Balkan unter Kontrolle zu bringen. Die Osmanen nehmen die südlichen Gebiete in Besitz, die Habsburger, später Österreich-Ungarn, greifen nach den nördlichen Regionen. Der östliche Rand des Balkans gerät ins Kraftfeld des Russischen Reiches. Serben, Kroaten und Slowenen werden zu Figuren auf einem geopolitischen Schachbrett. Das Ergebnis ist eine zerrissene Region, voller Ressentiments gegenüber dem jeweiligen Nachbarn. Die Topographie des Geländes und die Geschichte der drei Großreichen überlagern sich gewissermaßen, sodass wir hier eine zerklüftete ethnische und religiös-konfessionelle Karte haben. Größte Volksgruppe sind die Serben. Mehr als ein Drittel von ihnen lebt jedoch außerhalb des serbischen Kernlands. In Bosnien etwa sind rund 40% der Einwohner Serben. Sie lehnen sich Anfang des 20. Jahrhunderts gegen die herrschende Donaumonarchie auf. In der Hauptstadt Sarajevo töten junge Nationalisten im Sommer 1914 das österreichische Thronfolgerpaar. Das Attentat wird zum Auslöser des Ersten Weltkriegs. Er endet mit einem Sieg der Serben und ihrer Alliierten. Und weil die Habsburger Gebiete Kroatien und Slowenien eine Invasion Italiens befürchten, suchen sie den Schutz der Serben. Es ist keine Liebesheirat, kein Jugoslawien, das Selbstbestimmung gewährt, sondern ein vom serbischen Königreich dominiertes Jugoslawien. Das Königreich Jugoslawien vereint zum ersten Mal alle Südslawen in einem Land. Serben, Kroaten, Slowenen, Bosniaken, Montenegriner und Mazedonier. Das Königreich wird von Anfang an als serbisches und nicht etwa jugoslawisches Projekt betrachtet. In Kroatien beginnt 1929 eine rechtsextreme Organisation den Kampf gegen die serbische Monarchie. Sie nennt sich der Aufständische, Ustascha, und will die kroatische Unabhängigkeit. 1934 schlägt die Terrorgruppe zu. König Alexander I. reist zu einem Staatsbesuch nach Marseille. Dort erschießt ein Attentäter den serbischen Monarchen vor laufender Kamera. Kurz vor seinem Tod sagt der König noch: "Behütet mir Jugoslawien." Doch das Attentat steigert den Hass zwischen den Volksgruppen. Es ließ den radikalen Nationalismus weiter aufblühen, besonders unter den Kroaten und Mazedoniern. Und genau das ebnete den Weg für die furchtbaren Ereignisse, die folgen sollten. Im Zweiten Weltkrieg erhält die Ustascha Hilfe von Deutschland und Italien. Die Achsenmächte haben Jugoslawien erobert und unter sich aufgeteilt. In Kroatien installieren sie einen faschistischen Staat, angeführt von Ustascha-Gründer Ante Pavelic. Kroatische Unabhängigkeit von Hitlers Gnaden. Ohne die militärische Unterstützung seitens der Italiener und insbesondere seitens des Deutschen Reichs, sprich der Wehrmacht, wäre die Ustascha nicht der Rede wert gewesen. Pavelic will ein Großkroatien, in dem kein Platz für andere Volksgruppen bleibt. Er erlässt Rassengesetze. Juden und Roma werden systematisch vernichtet. Die Serben werden verfolgt, vertrieben oder ermordet. Nach deutschem Vorbild lässt Pavelic rund 40 Konzentrationslager errichten, in denen sogenannte Feinde der kroatischen Rasse ermordet werden. Das größte von ihnen? Jasenovac. In den letzten Kriegswochen sprengt die Ustascha das gesamte Lager. Das Gelände ist heute eine Gedenkstätte. Sechs Familienmitglieder von Ivo Goldstein sterben damals in Jasenovac. Gaskammern wie in den Todeslagern der SS gibt es hier nicht. Die Ustascha tötet mit Messern, Hämmern oder Äxten. Glaubnam.
Einerseits haben sie auf so primitive Weise gemordet, um Munition zu sparen. Ein weiterer Grund aber war, dass sich ganz in der Nähe des Lagers eine Siedlung befand. Die Menschen, die dort lebten, hätten jeden Gewehrschuss gehört. Die Methoden der Ustascha verursachten einfach weniger Lärm. Das Todeslager liegt direkt an der Bahnlinie von Belgrad nach Zagreb. In Viehtransportern bringt die Ustascha ihre Gefangenen nach Jasenovac. Hunger, Durst, Hitze und Erschöpfung kosten unterwegs schon fast einem Drittel von ihnen das Leben. Vor allem jüdische Frauen und Kinder, die aus Jakovo hier gebracht wurden, sind in diesen oder solchen Waggons massenweise gestorben. Sie haben gar nicht erst den Ort erreicht, an dem sie eigentlich getötet werden sollten. Über die Opferzahlen des Völkermords entbrennt später zwischen Serben und Kroaten ein jahrzehntelanger Streit. Inzwischen gilt als sicher, allein in Jasenovac tötet die Ustascha mehr als 80.000 Menschen. Mehrere Widerstandsgruppen nehmen den Kampf gegen die faschistischen Besatzer und ihre kroatischen Handlanger auf. Zur mächtigsten werden die kommunistischen Partisanen unter Josip Broz Tito. Schon bald folgen ihm mehr als 80.000 Kämpfer. Immer mehr Freiwillige schließen sich ihnen an. Und wir wissen von Menschen, die ihre Kinder zurückgelassen haben, um mit den Partisanen zu kämpfen. Dieser Krieg hatte etwas Verklärtes. Und vor allem in Serbien ließen sich die Leute von dem Gedanken überzeugen, wir müssen kämpfen, wir müssen uns verteidigen. Immer wieder versuchen Deutsche, Italiener und Ustascha, Tito unschädlich zu machen. Aber der Partisanenchef überlebt jeden Angriff. Und seine Armee wird in dem Vielvölkerstaat stärkste Kraft eines Konfliktes, der kaum noch überschaubar ist. Mehr als 1 Million Menschen kommen dort im Zweiten Weltkrieg ums Leben. So viele wie in England, Frankreich und Italien zusammen. Viele sterben durch die Hand ihrer Nachbarn. Die Montenegriner waren beteiligt, die Albaner, Mazedonier. Es gab keine Volksgruppe, die nicht irgendwie in Kämpfe verstrickt war. Entweder gegen die Besatzungsmacht oder lokale Gegner. Noch während des Kriegs wird Tito Präsident einer provisorischen Regierung. Er trifft sich mit den Anführern der Anti-Hitler-Koalition und spielt Ost und West geschickt gegeneinander aus. Denn Tito hat eigene Pläne. Im Oktober 1944 rollt die sowjetische Armee durch Belgrad. Mit Hilfe des großen kommunistischen Bruders sind die Völker Jugoslawiens vom Faschismus befreit. Die Menschen feiern vor allem ihren siegreichen Partisanenchef Josip Broz Tito. 1945 wird er Ministerpräsident und Jugoslawien Föderative Republik. Titos neuer Staat erklärt, die unterschiedlichen Nationen anzuerkennen. Offiziell besteht das Land aus 6 Teilrepubliken: Serbien, Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Mazedonien. Die Vojvodina und der Kosovo werden innerhalb Serbiens zu autonomen Provinzen erklärt. Die Wahl der Amtssprache bleibt den einzelnen Regionen überlassen. Es war nie beabsichtigt, dass dieses Konstrukt aus 6 souveränen Republiken funktionierte. Als Kommunisten glaubten sie, dass der Staat absterben würde. Titos föderale Volksrepublik ist eine Mogelpackung. Die Hauptstadt Belgrad liegt in Serbien. Die regierende kommunistische Partei erhält im Grunde die serbische Dominanz im Land. Tito will eine eigenständige Balkanpolitik und sogar einen Länderbund gründen. Bevor er damit weitere Staaten in Stalins Machtbereich infiziert,
sorgt der Kreml 1948 für den Ausschluss Jugoslawiens aus der kommunistischen Weltorganisation. Nun will Tito einen neuen Sozialismus etablieren. Einen dritten Weg zwischen westlichem Kapitalismus und sowjetischer Planwirtschaft. Bis dahin galt Tito als mit Abstand loyalster Stalin-Unterstützer in ganz Osteuropa. Das war ein gewaltiger Bruch. Ein sehr dramatisches Ereignis für Kommunisten in der ganzen Welt. Jugoslawien investiert in Infrastruktur und schafft den Wandel vom Agrarland zum Industriestaat. Dabei gewährt Titos Sozialismus den Arbeitern Mitbestimmung über Produktion, Export und Arbeitszeiten, sogar über die Löhne. Möglich wird der Aufbruch dank massiver Unterstützung aus dem Westen, vor allem aus den USA. Aspirations to create a happy new strong Yugoslavia. Was der Westen nicht sieht und nicht sehen soll. Nach dem Bruch mit Stalin lässt Tito alle Moskau-treuen Parteigenossen und Kritiker verschwinden. Viele von ihnen enden in Lagern. Er war kein Demokrat, sondern Kommunist. Er wollte seine Gegner aus dem Weg räumen und die Kontrolle behalten. Die kroatische Insel Gorli Otok hütet Jugoslawiens dunkelstes Geheimnis. Radovan Hrast ist 88 und kehrt noch heute häufig an den Ort zurück, an den er für 3 Jahre verbannt wurde. Ohne Anklage oder Gerichtsurteil. Nur wegen einer kurzen, aber verhängnisvollen Bemerkung. Ich habe als junger Mann in der Seefahrtschule gesagt, ich liebe Tito und auch Stalin, aber ich weiß nicht, wer wichtiger ist. Das war damals schon zu viel. Gorli Otok, übersetzt die nackte Insel. Was ihn hier erwartet, bekommt Radovan Hrast schon bei der Ankunft zu spüren. Gleich am Ufer erwartet ihn ein blutiges Ritual. Alle Neuankömmlinge müssen durch ein langes Spalier von Mithäftlingen, die wie blindwütig auf sie eindreschen. Dann mussten wir rennen. Und wer schneller rennen konnte, bekam weniger Prügel. Aber wer langsamer war, den schlugen sie nur noch mehr. Das war der Anfang unserer Umerziehung auf Gorli Otok. Die Gefangenen nennen die Insel zynisch Titos Hawaii. 22 Zellentrakte, jeweils mit bis zu 130 Insassen, in einem Alltag aus Erniedrigung, Willkür und Gewalt. Die tägliche Zwangsarbeit in den Steinbrüchen lässt viele vor Erschöpfung zusammenbrechen. Schwäche wird gnadenlos bestraft. Sie haben mich so verprügelt, dass ich meinen Mund 12 Stunden lang nicht öffnen konnte. Sie hatten mir Zähne ausgeschlagen, die Ohren waren blutig, die Haare ausgerissen. Aber ich sagte mir, jetzt bin ich glücklich. Ich werde für einen Monat nicht mehr arbeiten können. Einer der letzten Zeugen des Terrors in Titos Jugoslawien. Bis 1956 lässt der Diktator 16.000 sogenannte Staatsfeinde nach Gorli Otok verbannen. Noch bis 3 Jahre vor dem Zerfall Jugoslawiens dient die Insel als Gefängnis. Aus den einstigen Partisanenverbänden hat Tito die jugoslawische Volksarmee geformt. Die viertgrößte Armee Europas. Die Mehrzahl der Soldaten sind Serben. Fast alle hohen Dienstränge werden mit serbischen Offizieren besetzt.
Seit dem Bruch mit Stalin leisten die USA Jugoslawien Militärhilfe. Für die Amerikaner war der Bruch in der kommunistischen Welt ein taktischer Vorteil. Und sie wollten nicht, dass Tito sich wieder den Sowjets zuwandte. Ein seltener Blick durch den eisernen Vorhang, dort, wo er vielleicht ein nicht unwesentliches Loch hat. Truppenmanöver in Jugoslawien unter persönlicher Leitung von Marschall Tito. Nach Stalins Tod entspannt sich das Verhältnis zur Sowjetunion. Doch Tito zeigt kein Interesse an einer Rückkehr in den Ostblock. Während der Kalte Krieg an Bedrohung zunimmt, stellt er klar, Jugoslawien bleibt neutral. Belgrad. In der Stunde weltweiter Gefahr für den Frieden trafen sich in der jugoslawischen Hauptstadt die Vertreter einer dritten Kraft zwischen Ost und West. Tito wird Initiator einer neuen Bewegung, der Organisation der blockfreien Staaten. Einem Bündnis aus 2 Dutzend Ländern Afrikas, Lateinamerikas und Asiens. Jugoslawien genoss in der ganzen Welt plötzlich großes Prestige, weit über seiner tatsächlichen Bedeutung. Titos Reich erlebt ein Wirtschaftswunder mit den höchsten Wachstumsraten weltweit. Die Einkommen steigen. Im Westen gilt Jugoslawien schon bald als Musterland eines liberalen Sozialismus. Das stärkt laut einer Untersuchung auch den Zusammenhalt im Land. Fast 3/4 aller Bürger bezeichnen 1964 ihr Verhältnis zu den anderen Volksgruppen als gut. 8% nennen es befriedigend, nur 5,3% schlecht. Der Rest ist unentschieden. Manche Nationalitäten sind inzwischen auch familiär miteinander verbunden. Da gab es allerdings sehr große Unterschiede. Zum Beispiel Serben und Kroaten haben häufig untereinander geheiratet. Und zwei Völker haben praktisch nie untereinander geheiratet. Das waren Serben und Kosovo-Albaner. Die jugoslawische Identität war keine Fiktion. Sie war nach dem Zweiten Weltkrieg konstruiert worden und hatte bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Aber nur durch den Einparteienstaat und Titos Kontrolle mit eiserner Faust. Anders als in den übrigen Ostblockländern genießen Titos Bürger Reisefreiheit. Umgekehrt steht Jugoslawien allen Ausländern offen. Vor allem die fast 2000 Kilometer lange Adriaküste Kroatiens entwickelt sich in den 1960er Jahren zu einem großen Wirtschaftsfaktor. Vielen Touristen ist Italien zu teuer und Spanien zu weit. Jugoslawien wird eines der beliebtesten Ziele mit Sonnengarantie. "1965 kommen 3 Millionen westliche Urlauber an die Adria. 1970 sind es schon fast 5 Millionen. Ende der 1980er Jahre verdoppelt sich die Zahl auf 10 Millionen. Ein Drittel von ihnen sind Deutsche. Von der steigenden Inflation im Land bekommen die Urlauber nichts mit. Immer wieder lässt die Regierung den Dinar abwerten, um die Preise stabil zu halten. Tito selbst verfügt schon seit den 50er Jahren über seine eigene Ferieninsel. Brioni ist ein abgeschottetes Paradies an Istriens Küste. Sein persönliches Kuchenstück vom realen Sozialismus. Hier empfängt der Staatschef Politiker und gekrönte Häupter. Wenn er selbst zu Staatsbesuchen ins Ausland reist, dann meist mit seiner Luxusjacht, der Galeb, die Möwe. Das offizielle Staatsschiff ist zweiter Regierungssitz und schillerndes Markenzeichen des Diktators. Die jugoslawische Yacht Galeb im Hafen von Suez. Marschall Tito trifft zu einem offiziellen Besuch des ägyptischen Staates ein. Heute liegt das Schiff im Hafen von Rijeka. Und Marko Eterovic geht zum ersten Mal wieder an Bord. Mehr als 10 Jahre lang war er Maschinist auf der Galeb und ist dem Staatschef oft begegnet. Der Salon der Yacht, Bühne für gesellschaftliche Anlässe, aber auch Titos privates Refugium.
Da drüben war der Kinosaal, wo er sich alte Filme ansah. Es gab eine Tanzfläche und ein Klavier, auf dem er manchmal spielte, wenn er alleine war und Zeit dafür hatte. Zum ersten Mal betritt Eterovic die Privatgemächer des Diktators. Für ihn ist die Yacht ein Symbol für das alte, das vereinte Jugoslawien. In der Schiffsbesatzung waren Mitglieder aus allen damaligen Republiken, von Slowenien bis Mazedonien. Der Bootsmann, die Mate, sie repräsentierten alle Volksgruppen und alle waren gleich wichtig. Jeder hatte seine Aufgabe. Titos Schiff ist Teil einer flüchtigen Harmonie. Den Jugoslawen geht es damals nicht schlecht, aber viele Konsumgüter des Alltags sind staatlich subventioniert. Eine wirtschaftspolitische Zeitbombe. Schon Ende der 1960er Jahre bröckelt Titos Vorzeigesozialismus. Die Krise der alten Industrien in ganz Europa stoppt auch Jugoslawiens Aufschwung. Nun zeigt sich, viele Betriebe sind noch immer technologisch rückständig und chronisch unterfinanziert. Die ersten Unternehmen müssen schließen. Es gab viel Misswirtschaft, Fehlinvestitionen, mangelnde Flexibilität. Und das hat dem wirtschaftlichen System Jugoslawiens auch sehr viel an Entwicklungsdynamik und Kraft geraubt. Viele Jugoslawen verlassen ihre Heimat und gehen als Gastarbeiter nach Deutschland. 1975 sind es schon mehr als eine halbe Million. Die meisten von ihnen stammen aus Serbien. Ihre Devisentransfers können die wirtschaftlichen Probleme in der Heimat eine Weile kaschieren. Zeitweilig decken ihre Überweisungen mehr als 90% des jugoslawischen Handelsdefizits. Zu Hause treten die internen Baufehler in Titos System der Mitbestimmung offen zutage. Das Problem bei der Selbstverwaltung war, die Arbeiter konnten im Prinzip eigenständig über das Budget eines Unternehmens entscheiden. Und seit das System eingeführt worden war, gaben sie sich ständig Lohnerhöhungen. Im Land besteht ein Wohlstandsgefälle. Slowenen und Kroaten müssen einen Großteil ihrer Tourismuseinnahmen an ärmere Regionen wie Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Mazedonien überweisen. Die erzwungene Umverteilung treibt einen Keil zwischen die Teilrepubliken und ihre Bewohner. Jugoslawiens vermeintliche Erfolgsgeschichte erweist sich als Märchen. Die Auslandsschulden steigen rapide. Ende der 1960er Jahre gibt es im Kosovo Proteste für mehr Autonomie. 1971 fordert Kroatien größere Selbstbestimmung über seine Einnahmen. Titos Regime sieht die Einheit des Landes in Gefahr und beantwortet den sogenannten kroatischen Frühling mit Repressionen. Tausende Kroaten werden verhaftet. Er hat in den 70er Jahren ganze Republikführungen aus dem Amt geworfen. Er war der Garant für den Ausgleich und dafür, dass das Zusammenleben funktionierte. Das war ihm klar. Und ihm war klar, wenn er nicht mehr da sein würde, dann könnte die ganze Sache in die Luft fliegen. Schließlich ringt sich Tito zu einer Verfassungsreform durch. Die Teilrepubliken erhalten mehr Selbstständigkeit. Die erhoffte Beruhigung aber bleibt aus. Das sieht so aus und hört sich so an, als wäre in Jugoslawien der Krieg ausgebrochen. In Wirklichkeit zeigen diese Aufnahmen eines der größten Zivilschutzmanöver im Lande Titos. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass Tito 87 Jahre alt ist und keiner so recht weiß, was wohl mit Jugoslawien wird, wenn Tito einmal nicht mehr Staatschef sein wird. Die Bilder beweisen, dass mit allem gerechnet wird. Seit 1968 unterhält das Land neben der Volksarmee auch Regionalstreitkräfte. In allen Teilrepubliken hält sich für den Notfall Militär bereit. Die Idee war natürlich, dass diese bewaffnete Macht der Territorialverteidigungen miteinander einen äußeren
Angriff abwehren würde. Es war niemals so gedacht, dass sie gegeneinander losgehen würde. Doch genau das wird geschehen in der großen jugoslawischen Katastrophe. Im Mai 1980 stirbt Josip Broz Tito. Sein Leichnam wird im Präsidentenzug quer durch Jugoslawien gefahren, von Ljubljana über Zagreb nach Belgrad. Zigtausende säumen die Bahnstrecke. 35 Jahre nach seiner Gründung verliert der Vielvölkerstaat seine Identifikationsfigur. Viele Menschen fürchteten, dass die Nachbarn nun zu Feinden werden würden und dass die Zukunft ungewiss sein würde. Im Parlament wird Tito aufgebahrt. Eine 500.000 Menschen aus allen Teilrepubliken kommen nach Belgrad. Stundenlang stehen sie Schlange, um Abschied zu nehmen. Viele unter ihnen fragen sich, was wird jetzt aus Jugoslawien? Tito trat ab, ohne jemandem das Kommando zu übergeben. Keiner wusste, was passieren würde. Ein Jahr später kommt es zu Unruhen im Kosovo. Die Albaner sehen sich durch die Regierung in Belgrad unterdrückt. Sie wollen nicht länger eine serbische Provinz sein, sondern eigenständige Teilrepublik werden. Im März 1981 werden in der Hauptstadt Pristina Krawalle blutig niedergeschlagen. Seit Titos Tod herrscht in Belgrad ein Präsidium aus Vertretern aller Teilrepubliken und Provinzen, die sich mit jedem Tag mehr in interne Konflikte verstricken. Es ist schwer, durch nationale Rotation oder eine kollektive Präsidentschaft zu regieren. Dieses System konnte nicht überleben. Die Wirtschaftskrise wächst sich zur Bedrohung für den Staat aus. Benzin ist knapp, Alltagsgüter werden rationiert. Vieles ist für die Jugoslawen kaum noch erschwinglich. Titos Land hat jahrzehntelang auf Pump gelebt. Jetzt drehen die ausländischen Kreditgeber den Geldhahn zu. In den 1980ern war es Zeit, die Rechnungen zu bezahlen, mitten in der Wirtschaftskrise. Zeitgleich mit Titos Tod wurden Jugoslawiens Schulden fällig. Die Arbeitslosigkeit wächst, die Inflation steigt dramatisch. Die Krise lähmt das gesamte Land, mit einer Ausnahme. Der jugoslawische Geheimdienst hat mehr zu tun als je zuvor. Er war extrem aktiv und kurioserweise das Einzige, was den Staat noch für einige Jahre aufrechterhielt. Željko Kekić bricht mit der eisernen Regel seines Arbeitgebers und spricht heute offen über seine Zeit als staatlicher Spitzel. Nach der Polizeischule heuert er bei der Geheimpolizei an. Deckname: Die Spinne. Kekić arbeitet für das Hauptquartier in Zagreb und bespitzelt hunderte Zielpersonen, die als staatsgefährdend gelten. Geistliche, Politiker, Journalisten. Das waren sogenannte Nationalisten, also Leute, die sich für Demokratie und einen unabhängigen Staat Kroatien einsetzten. Rund 10 Jahre lang spioniert Kekić vermeintliche Feinde Jugoslawiens aus. Er sagt, seine Aufgabe sei nur die Observation gewesen. Mit Drohungen und Gewalt hätten andere agiert. Kekić handelt aus Überzeugung. Wir alle waren damals ideologisch verpflichtet, Jugoslawien zu schützen.
Ich selbst war seit meinem 16. Lebensjahr Mitglied des Bundes der Kommunisten in Kroatien und unsere Aufgabe war, dieses Regime zu erhalten. Der lange Arm der Geheimpolizei reicht auch ins Ausland, etwa nach München. Robert Zagajski kehrt an den Ort zurück, an dem er als 17-Jähriger seinen Vater verliert. Der Exilkroate Đuro Zagajski lebt seit den späten 1970er Jahren mit seiner Familie in Deutschland. Von hier aus setzt sich der gelernte Goldschmied für ein unabhängiges Kroatien ein. Bis zu seinem rätselhaften Tod im März 1983. Das ist ein Ort halt der Erinnerungen, der Trauer und vieler, vieler Fragen halt. Wo ich mich heute noch fragen tue, wieso die Täter bis heute nicht ermittelt worden sind. Was damals ganz genau geschehen ist an dem Abend. Im Schuppen eines Freundes lagert der Vater Propagandamaterial. Flugblätter gegen das kommunistische Regime in Jugoslawien. Dann locken ihn Unbekannte offenbar in den Stadtteil Fasanengarten. Auf einem Feld am Stadtrand schlagen sie ihm den Schädel ein. Die Täter werden nie gefasst. Für die Familie aber steht fest, es waren Mörder des jugoslawischen Geheimdienstes. Tatsächlich werden zwischen 1970 und 1989 rund 30 Dissidenten in Deutschland getötet. Viele auf ähnliche Weise wie Đuro Zagajski. Sein Sohn ist überzeugt. Schon zu Titos Zeiten duldet die deutsche Regierung solche Mordaktionen aus außenpolitischem Kalkül. Die haben ja eigentlich einen Schulterschluss mit Tito gesucht halt. Und die haben, wie es eigentlich schon einige Politiker gesagt haben, eigentlich beide Augen zugedrückt halt. Ja. Man hätte ermitteln können halt, aber die Kriminalpolizei hat halt, ich denke mal, soweit ermittelt, soweit sie konnte halt. Ja. Erst 2016 werden einige Drahtzieher nach Deutschland ausgeliefert. Ex-Geheimdienstchef Josip Perković wird zu lebenslanger Haft verurteilt. In ganz Europa soll der jugoslawische Geheimdienst mehr als 100 Morde verübt haben. Der wirtschaftliche Zerfall weckt den Nationalismus in allen Teilrepubliken Jugoslawiens. 1986 betritt in Belgrad ein Mann die politische Bühne, den bis dahin kaum jemand kannte, Slobodan Milošević. Seine Eltern waren Montenegriner. Er versteht sich als leidenschaftlicher Serbe. Der Jurist hat es als Industrieboss und Bankdirektor in die höchsten Ränge der kommunistischen Partei gebracht. Milošević war schlau. Er wusste, wie die Welt funktionierte und erkannte sehr früh die Kraft des Nationalismus. Bei seinem Besuch der serbischen Minderheit in der Provinz Kosovo kommt es zu einer Szene, die ihn schlagartig berühmt macht. Als einige Serben in der Menge behaupten, die hauptsächlich aus Albanern bestehende Polizei hätte sie verprügelt. Mit einigen folgenschweren Bemerkungen gießt Milošević Öl ins Feuer. Ab diesem Moment konzentriert sich Milošević nur noch darauf, die Macht zu übernehmen und Serbiens starker Mann zu werden. Milošević's Botschaft: Die Serben müssen sich erheben. Ansonsten drohe ihnen im Kosovo und vor allem in Kroatien die kulturelle Verdrängung. Auch in anderen Regionen Jugoslawiens flammt serbischer Nationalismus auf. Hunderttausende Anhänger folgen Milošević's Rede auf dem historischen Amselfeld im Kosovo. Ein für die Serben fast heiliger Ort. Im Sommer 1389 stellt sich hier der serbische Fürst Lazar den Osmanen entgegen, die immer größere Teile des Balkans erobern. Er stirbt in der Schlacht und die Invasoren sind letztlich nicht zu stoppen. Aber für die Serben bleibt das Amselfeld ein Symbol für ihren Kampf gegen die Unterdrückung.
Zur 600-Jahr-Feier der Schlacht ruft Milosevic zur Revolte auf. Von diesem Moment an sind es nur noch 2 Jahre bis zum großen Blutvergießen in Jugoslawien. Im Osten Europas brechen im Herbst 1989 die kommunistischen Systeme zusammen. Im November fällt die Berliner Mauer. Wie lange kann sich das Regime in Jugoslawien noch halten? Als erstes fordert Kroatien seine Souveränität. Bei Wahlen im Mai 1990 gewinnt die nationalkonservative Partei HDZ und bringt ihren Gründer Franjo Tudjman an die Macht. Der einstige Partisanenkämpfer engagiert sich seit der Schulzeit in der nationalen Bewegung. Nun wird er zum starken Mann der Republik, die sich von Jugoslawien lösen will. Dafür nimmt er auch Krieg in Kauf. Franjo Tudjman stand für eine Kombination der militärischen und mythologischen Größe Kroatiens. Für das, was sein Traum des kroatischen Staates war. Auch Bosnien-Herzegowina und Slowenien fordern ihre Unabhängigkeit. Jugoslawien droht zu zerbrechen. Titos Vision eines südslawischen Vielvölkerstaates ist gescheitert. Die jugoslawische Identität konnte diese Unterschiede nicht wegwischen und auf Dauer nicht einmal ein harmonisches Gleichgewicht erhalten. Im Maksimirstadion von Zagreb trifft Gastgeber Dinamo im Mai 1990 auf Roter Stern Belgrad. Als Vjekoslav Škrinjar und sein Team auf den Platz gehen, prügeln kroatische und serbische Fans aufeinander ein. Es begann eine Massenschlägerei. Und auf der Nordseite brachen die Anhänger von Dinamo durch die Geländer der Absperrungen. Das Chaos wurde immer schlimmer. Unsere Fans stürmten auf den Rasen. Die Lage gerät außer Kontrolle. Die jugoslawische Polizei versucht, die kroatischen Fans vom Rasen zu drängen. Zagrebs Mannschaftskapitän Zvonimir Boban stürmt auf einen Polizisten zu und attackiert ihn mit einem gezielten Tritt. Der Mittelfeldstar wird zum Helden des kroatischen Widerstands gegen die von Belgrad beherrschte Föderation. Danach ist nichts mehr, wie es war. In dem Moment begann die Trennung von Kroatien und Jugoslawien. Wir haben danach noch eine Saison in der jugoslawischen Liga gespielt, obwohl die Zustände immer verrückter wurden. Ein Jahr lang hat Jugoslawien noch existiert, dann brach es auseinander. Eine wütende Menge lehnt sich gegen die serbisch dominierte Staatsmacht auf. Die jugoslawische Tragödie nimmt ihren Lauf. Das Spiel wird nie angepfiffen. Und bis heute gilt dieser 13. Mai 1990 für viele Menschen als Schicksalsdatum. Ein Jahr später steht Jugoslawien in Flammen.